Hallo zu diesem zweiten Übungsvideo zur Symmetrie ganzrationaler Funktionen. Während es im ersten Teil um die Symmetrie eines Graphen zu einem gegebenen Punkt ging, geht es hier im zweiten Teil um die Symmetrie eines Graphen zu einer Parallelen zur y-Achse. Hier haben wir wieder zwei Aufgaben und wir sollen jeweils zeigen, dass der Graph dieser Funktion symmetrisch zu einer senkrechten Gerade ist, also zu einer Parallelen zur y-Achse. Okay, schauen wir uns die erste Aufgabe an und untersuchen, wie diese Funktion hier aufgebaut ist. Und bei diesem Untersuch müssen wir natürlich das Ziel im Auge behalten. Wir sollen begründen, dass dieser Graph symmetrisch zu einer senkrechten Geraden ist und eine der beiden Standardsymmetrien für ganz rationale Funktionen, die du ja sofort erkennen solltest, ist die Symmetrie zur y-Achse. Weil die y-Achse ist ja auch eine senkrechte Gerade. Und deswegen können wir natürlich vermuten, dass diese Funktion hier hervorgegangen ist durch eine Verschiebung von einer Funktion, die ursprünglich y-achsensymmetrisch war. Und wenn wir uns diese Funktionsvorschrift anschauen, dann finden wir hier zwei Features, die charakteristisch für eine Verschiebung in x- und y-Richtung sind. Einmal das x plus 2 und hier hinten das minus 3. Wenn in einer Ausgangsfunktion ein x durch x plus 2 ersetzt wird, dann wird dadurch eine Verschiebung des Graphen um 2 Einheiten nach links bewirkt. So, das heißt, wir können eine Ausgangsfunktion, ich nenne jetzt mal g von x annehmen, bei der nicht x plus 2 hoch 6, sondern x hoch 6 stand. Und somit ist der Graph von f gegenüber dem Graphen von g schon mal um 2 Einheiten nach links verschoben. Aber dann haben wir ja hier unten bei der Funktion f noch ein minus 3 dranhängen und ein konstanter Summand, also eine Zahl, die hier hinten addiert oder subtrahiert wird, reguliert ja die senkrechte Verschiebung, also die Verschiebung in y-Richtung. Und wenn wir uns vorstellen, dass in unserer Ausgangsfunktion x hoch 6 hier hinten ein plus 0 steht, also bräuchte man ja gar nicht hinschreiben, dann entspricht die Veränderung zu minus 3 einer Verschiebung des Ausgangsgraphen um 3 Einheiten nach unten. Jetzt wissen wir also, dass der Graph von f einem verschobenen Graphen der Funktion x hoch 6 entspricht. Was hilft uns das jetzt bei der Frage nach der Symmetrie? Nun, wir wissen, dass die Funktion g von x gleich x hoch 6 nur geradzahlige Exponenten hat und dass der Graph von x hoch 6 daher y-achsensymmetrisch ist. Ich versuche das mal hier darzustellen. Der Graph von x hoch 6 sieht ja aus wie eine sehr steile, aber hier unten zwischen minus 1 und 1 sehr platte Parabel. Das ist der Graph von g von x. Und wenn wir diesen Graphen in einem Punkt packen und dann 2 Einheiten nach links und 3 Einheiten nach unten verschieben, dann behält unser verschobener Graph doch trotzdem seine Symmetrie zu einer senkrechten Gerade bei. Und diese senkrechte Gerade ist eben halt x gleich minus 2. Dabei spielt es ja keine Rolle, dass wir den Graphen auch nach unten verschoben haben. Für die senkrechte Achse ist nur die Verschiebung nach links von Relevanz. Und damit haben wir die Symmetrie zur senkrechten Geraden x gleich minus 2 gezeigt. So kommen wir damit zur Aufgabe b. Diese Funktion soll symmetrisch zur Geraden x gleich 4 sein. Wenn wir uns die Funktion anschauen, dann sehen wir, das ist eine quadratische Funktion. Und die Graphen von quadratischen Funktionen sind ja immer Parabeln. Und Parabeln haben natürlich immer eine senkrechte Symmetrieachse durch den Scheitelpunkt. Und das bedeutet, wir könnten von dieser Parabel den Scheitelpunkt bestimmen. Und die x-Koordinate des Scheitelpunktes müsste dann 4 ergeben, damit die senkrechte Gerade x gleich 4 durch den Scheitelpunkt durchgeht. Die Scheitelpunktbestimmung kann man auf verschiedene Arten machen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du in der Einführungsphase bist und noch keine Differentialrechnung gelernt hast. Und in dem Fall würdest du diese allgemeine Form in die Scheitelpunktform umwandeln mit Hilfe der quadratischen Ergänzung. Dazu habe ich schon ein ausführliches Video gemacht, den Link blende ich hier oben ein. Aber wie geht man jetzt vor? Nun, der Clou ist, dass wir unsere Ausgangsfunktion etwas anders schreiben. Und damit klar ist, was wir machen, habe ich unsere Ausgangsfunktion hier nochmal hingeschrieben. Allerdings habe ich Teile davon in solche Kästchen reingeschrieben. Und bei der quadratischen Ergänzung schauen wir nur auf den x2-Term und auf den gemischten Term, der aus dem x und dem Koeffizienten hier, minus 8, besteht.
Und dann fragen wir, wie müssten wir diesen Term x² minus 8x ergänzen, damit wir einen dreiteiligen Term haben, den wir als binomische Formel schreiben könnten? Oder anders gefragt, was müssten wir bei dieser binomischen Formel hier neben das x schreiben, damit das ausgerechnete Ergebnis mit x² minus 8x anfängt? Nun, die Antwort ist, wir nehmen ja den Koeffizienten von dem x und halbieren den. Und das schreiben wir hier rein. Das wäre dann minus 4, weil in Klammern x minus 4 zum Quadrat liefert nach der binomischen Formel x² minus 8x plus 16. Und das ist der Term, den wir hier quadratisch ergänzt haben, damit wir hier unten das Binom zum Quadrat schreiben dürfen. Aber eigentlich wollten wir nur x² minus 8x ausdrücken. Das heißt, wir müssen die ergänzte plus 16 sofort wieder subtrahieren, damit wir wieder den Ausgangszustand hier erreichen, dass hier also wieder x² minus 8x minus 2 steht, wenn wir hier zusammenfassen. Aber dadurch, dass wir hier ergänzt und wieder abgezogen haben, haben wir diesen Term clever umgeformt, dass wir hier vorne das Binom zum Quadrat haben und hier hinten können wir die minus 16 minus 2 zu minus 18 zusammenfassen. Und das liefert uns die Scheitelpunktform der Parabelfunktion, die hier so heißt, weil wir sofort die Koordinaten des Scheitelpunktes ablesen können. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen beim Ablesen hier, weil, wie man hier in der allgemeinen Form der Scheitelpunktform sieht, ist die x-Koordinate xs des Scheitelpunktes die Zahl, die hinter einem Minus steht. Und die y-Koordinate ys ist der Summand, der hinten dran gehangen ist. Daher ist in unserem Fall der Scheitelpunkt bei 4 minus 18. Und weil wir ja gesagt haben, dass der Scheitelpunkt auf der senkrechten Symmetrieachse liegt, haben wir so gezeigt, dass der Graph unserer Funktion f achsensymmetrisch zur senkrechten Geraden x gleich 4 ist. Wenn dir das Video geholfen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch und bitte empfehle mich auch bei deinen Mitschülern, Freunden und Lehrern weiter. Abonniere meinen Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Und ich freue mich auch immer über Feedback zum Kanal, Videowünsche und Anregungen. Einfach in die Kommentare posten. Ansonsten viel Spaß und Erfolg beim Lernen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.